Unsere Brauereianlage wurde zum Großteil angeliefert. Die Nacht habe ich etwas unruhig geschlafen, ein bisschen Herzklopfen gehabt. Alle Mitarbeiter waren schon da gewesen und ich glaube, es ging allen Mitarbeitern so. Das ist für uns ein ganz besonderer Tag. Wir freuen uns, dass bisher alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Die baulichen Maßnahmen bei uns in der Halle sind soweit abgeschlossen. Und wir konnten uns da wirklich auf unsere regionalen Handwerker sehr, sehr gut verlassen. Das hat alles sehr gut geklappt und auch im Zeitrahmen waren wir drin, sodass heute die Brauerei eingebracht werden kann. Heute Morgen sind 4 LKWs in Tuchtlaching am Chiemsee gestartet, um uns den Großteil der Brauerei hier in Seligenstadt anzuliefern. Das ist nämlich eine enorme logistische Herausforderung, hier in der Altstadt von Seligenstadt entsprechend die LKWs zu entladen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Nachbarn, aber auch ins Ordnungsamt, die es perfekt gemacht haben. Wir fangen jetzt heute an, die Brauerei einzudringen. Wir haben alles geliefert, ein paar Nachlieferungen kommen nächste Woche noch. Und dann bauen wir das alles langsam auf, fangen an, die Verrohrung zu legen, die Rohrtrassen zu bauen, Halterbau. Die Kollegen fangen jetzt erstmal an, das Lager einzurichten diese Woche. Nächste Woche kommt dann die gesamte Mannschaft. So eine Einbringung ist immer was Interessantes, immer was Spannendes. Es gibt keine Anlagen, die vom Fließband kommen. Alle Anlagen sind individuell. Dementsprechend ist jedes Projekt eine neue Herausforderung. Und ja, dementsprechend verliert man auch nie den Spaß an der Arbeit. Mit unserer neuen Brauerei haben wir unheimlich viele Möglichkeiten, aber mehr hierzu von unserem neuen Braumeister, Herrn Julian Meller. Also für mich ist das Besondere, dass es uns sehr viel Flexibilität bei der Produktion ermöglicht. Wir können kleine Chargen machen, wir können Spezialbiere machen, wir können aber auch die Qualität unserer Standardbiere, Pils, Export und Weißbier noch besser erhöhen. Also ich hoffe, dass wir im Juni starten können mit den ersten Testversuchen und dass wir dann im August das erste Bier ausschenken können, das auf der neuen Anlage gebraut worden ist. Ich habe mich heute Morgen gefreut, wie ein kleines Kind in die Arbeit zu gehen, weil heute endlich die neue Anlage kommt, die ich die ganze Zeit nur auf Plänen und auf Fotos gesehen habe. Und es ist nur Vorgeplänkel jetzt. Ich freue mich auf den Juni, wenn wir dann endlich aktiv werden können und damit arbeiten. Es bleibt weiter spannend bei unserer Glabsbräu. Viele haben den Abladevorgang heute live miterlebt und fotografiert. Wenn Sie es verpasst haben sollen, schauen Sie bei uns rein unter www.glabsbräu-umbau.de, unter Facebook oder auch Twitter. Kommentieren Sie es, sagen Sie es weiter, bleiben Sie einfach dran.